Herzlich willkommen auf dem Kanal von, weiß nicht, Kundenschatz oder Cashereisen. Ich weiß es noch nicht genau. Was wäre euch lieber? Ich finde beide gut. Beide gut. Machst du auf beiden. Machen wir auf beiden Kanälen. Ich habe heute zwei wunderschöne Gäste, Kai und Lisa. Hallo. Kalisa. Hi. Kalisa. Kalisa, genau. Damit es schneller geht. Die beiden sind mir aufgefallen, weil ich nach Geocaching und YouTube, also auf YouTube nach Geocaching gesucht habe. Und da wart ihr nicht zu übersehen. Macht schöne Videos. Schön. Ja, danke. Und wir haben ja hier gerade den Geocaching-Vlogger aus den USA da. Und das ist so ein Meet and Greet heute. Deswegen habe ich die beiden auch dazu eingeladen. Und ich fände es cool, wenn ihr ein bisschen was über euch erzählt. Ja. Über, wie seid ihr zum Cachen gekommen? Wer seid ihr überhaupt? Wo kommt ihr her? Was hat es mit eurem Kanal auf sich? Warum YouTube? Okay. So. Würdest du anfangen? Ja, dann fange ich einfach mal an. Wir machen YouTube seit einem Jahr jetzt. Und hauptsächlich machen wir YouTube aus dem Grund, weil wir einfach Spaß daran haben, zusammen was zu machen, paarmäßig eine Gemeinsamkeit zu haben, nicht nur einfach rauszugehen, sondern auch ein Ziel dabei zu haben. Und Lisa ist eine ganz begeisterte Videoschneiderin und hat sehr kreative Gedanken auch immer. Und deswegen haben wir gesagt, lass uns das doch einfach filmen und auf YouTube stellen und auch noch mit den Leuten teilen, vielleicht nochmal gutes Feedback bekommen, coole Sachen da mit Leuten teilen zu können. Ja. Ich muss mich mal ganz kurz fragen. Du hast jetzt gesagt, ihr macht YouTube seit einem Jahr. Ja. Habt ihr YouTube angefangen und überlegt, was machen wir? Vielleicht irgendwie so ein nerdiges Hobby, wir machen mal Geocachen. Oder habt ihr vorher schon gegeocached und dann mit YouTube dazu? Genau, also genau, das war so rum. Also, ja. Ich erzähl mal kurz, mein Papa hat früher den Kanal Cruiser 692. Den haben wir letztendlich übernommen. Kennt ihn nicht. Der kennt ihn nicht, genau. Nein, und irgendwann hat mein Papa dann gesagt, nö, hatte keine Zeit mehr dafür, habt ihr nicht Lust, irgendwie den Kanal zu übernehmen, weil er sonst so schnell steht. Und dann haben wir 2014, als wir uns kennengelernt haben, haben wir dann gesagt, okay, wir probieren es mal mit dem Geocachen. Und wie Kai schon sagte, seit einem Jahr haben wir es dann auf YouTube gemacht, weil wir dachten, Mensch, irgendwie muss man das noch vielleicht ein bisschen weiter in die Welt raustragen, weil es gibt echt schöne Caches. Und da haben wir gesagt, das müssen die Leute einfach sehen. Und wo nicht, wenn auf YouTube. Mhm. Das ist eine coole Sache. Wo seid ihr überwiegend unterwegs, geocaching-mäßig? Mecklenburg-Vorpommern. Da also wohnt ihr vermutlich an genau. Ostsee dann, genau. Wir kommen auch aus Mecklenburg-Vorpommern aus Schwerin und sind dann da halt, fahren dann hoch zur Ostsee. Und aber wir wollen die richtig krassen in Deutschland auf jeden Fall auch noch abchecken. Ja, genau. Und auch nochmal zu der Giraffe nach Berlin. Und, hier habe ich auch schon gehört, habt ihr noch richtig coole Liegen. Ja. Die gucken wir uns auch noch alle an. Cool. Ihr habt derzeit so um die 700 Abonnenten, ist das genau. Richtig? Ja. Das ist ja schon, wir sind ja in der Nische, Geocaching ist eine Nische und ja. Über eine Nische irgendwas zu erzählen auf YouTube, 44.000 Follower, wie der Joshua hat, das ist schon enorm viel, 700 ist aber auch extrem viel, also wie was macht ihr? Macht ihr irgendwelche Taktiken, um neue Abonnenten zu erreichen? Macht ihr einfach sehr coole Videos, das ist klar, natürlich der Hauptgrund, aber seid ihr irgendwie vernetzt? Was sind so eure... Das ist ganz interessant. Dinge. Also groß vernetzt sind wir nicht. Wir haben Instagram nebenbei noch. Das läuft auch gut auf jeden Fall. Ja, das läuft ungefähr gleich so. Und da animieren wir halt auch, indem wir halt auch dort coole Caches zeigen und dann zum Beispiel sagen, Mensch, bald kommt ein neues Video von uns hoch. Da geht es halt um den Cache und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann guckt euch das gerne an. Und irgendwie scheint das auch gut Reichweite zu nehmen und dadurch kommen halt die Leute auf unseren Kanal und abonnieren den und liken die Videos. Und nein, also ansonsten kommentiert man vielleicht noch mal ein paar andere Kanäle, Kanäle, die auch mit Caches zu tun haben. Ja. Und was machen wir denn noch alles? Ich glaube, so viel machen wir gar nicht. So viel wir schreiben manchmal in Logs, also wir haben Visitenkarten und die schmeißen wir manchmal halt. Ach ja, das haben wir jetzt gemacht Caches in letzter Zeit. Cool. Dann schmeißen wir unsere also wenn ihr ein paar Caches mit unseren Visitenkarten findet, dann... dann das sind wir. Nachvollziehbar. Ja, cool. Was macht euch mehr Spaß? Welcher Kanal? Instagram oder YouTube? Ich finde beides gut. Ja. Also Instagram natürlich, weil es ist nicht ganz so zeitaufwendig, würde ich sagen. Weil kann man nebenbei was rein. Man kann nebenbei, wenn man irgendwie auf dem Weg zur Arbeit ist. Mensch, ich habe da noch ein altes Bild von einem Cache, den kann ich mal schnell hochladen. Und YouTube, das dauert schon echt, bis man da so ein Video geschnitten hat. Also so ein paar Stunden gehen da schon drauf und das kann man halt nicht einfach mal eben so machen. Aber da wird man ja auch mal schneller jetzt. Genau. Je mehr Übung, desto schneller geht's. Sehr gut. Habt ihr ein Ziel, was eure Social Media Aktivitäten angeht? Also wollt ihr damit irgendwo hin, dass, ich weiß nicht, große Firmen euch supporten und endorsen und weiß nicht, auf irgendwelche Reisen einladen? Was ist euer Ziel? Ja. Also momentan ist das Ziel erstmal noch. Also erstmal machen wir das primär aus Spaß. Ja.
Aber ich sehe auch das Potenzial, was da in YouTube drinsteckt. Und das wäre natürlich total genial, wenn es in diese Richtung gehen könnte irgendwann mal. Und, also wir machen es jetzt nicht, weil wir denken, ey, wir wollen hier unbedingt von irgendwelchen großen Firmen eingeladen werden oder so. Wir machen das wirklich erstmal nur aus Spaß. Und würden uns natürlich freuen, falls uns irgendwer anschreibt, wie, keine Ahnung, Geocoin-Shop zum Beispiel. Mhm. Mensch, probiert mal ein paar Paddlinge von mir aus. Oder ich habe hier ein paar T-Shirts oder ein paar Hoodies oder würde so. Würdet ihr tragen, ja? Ja. Würden wir tragen. Für Likes mach ich halt. Nein, das haben wir nicht gesagt. Nein. Halt um das, wir wollen Geocaching halt auch noch so ein bisschen weiter nach außen tragen. Weil früher war das halt echt groß, wenn ich mich halt so dran erinnere. Und mittlerweile habe ich so das Gefühl, es gibt halt auch viele Caches gar nicht mehr. Bei uns ja oben, ja. Bei uns oben ist die Szene halt ziemlich zurückgegangen und wir wollen es halt wieder so ein bisschen hoch pushen. Okay. Und dadurch halt auch die Videos dann. Ja, cool. Also auf jeden Fall, wenn ich mir eure Videos angucke, bekomme ich auch als jemand, der schon lange im Geocaching ist, Lust darauf, dahin zu fahren, wo ihr die Videos macht und mir das anzugucken. Das macht Spaß, also es funktioniert. Ja, das ist cool. Danke. Ja, das haben wir schon öfters gehört und das freut uns auch mega. Ja. Wenn wir Leute noch motivieren, dann auch rauszugehen, dann ja klar, du bist natürlich Profi. Aber andere, die noch gar nicht cachen, die sagen dann auch, lass uns doch mal cachen gehen. Ja, und das cool. ist schön. Das ist auch in beide Richtungen funktioniert. Mhm. Sehr cool. Was ist euer Lieblingscache? Meinst du Cache Art oder? Nee, weißt du, so wenn ich jetzt sage Lieblingscache, an welcher kommt zuerst in den Kopf? Zuerst in den Kopf geschossen ist mir einer, den habe ich mit meiner Kommilitonin gemacht, auch in einem Video zu sehen. Und zwar war das so eine große Gruselbox, da hättest du mit beiden Armen reingreifen müssen in so eine Löcher und dann per Tasten halt dieses Logbuch finden müssen. Und, da waren ganz viele eklige Sachen drin. Ja, da waren Gruselgesichter, Masken und irgendwelche Perücken und so waren da drin. Und irgendwie ist mir der sofort in den Kopf geschossen, weil das hat einfach Spaß gemacht. So, man hat sich auch so ein bisschen geekelt, gerade als Mädchen, so, oh nee, ich fasse da nicht rein, weil ich nicht sehe, was da drin ist, aber der ist mir so eingefallen. Kann ich verlinken? Wenn man verlinkt, dann ist das hier oben, ne? Ja, oben hier oben. Hier oben wird das verlinkt, der Cache. Das Video zum Cache. Ja, das Video zum Cache. Okay. Genau. Deine? Meine, das ist, das war ein Baumstamm, aber da musste ich gar nicht hin, das hat Lisa gemacht gehabt. Das war ein Baum. Dein Lieblingscache? Das ist mein Lieblingscache, weil Schatz musste sich da überwinden und hat sie so gut gemacht. Das ist mir denkbar. Ich hatte auch ein bisschen Angst um sie. Ist auch ein Video zu sehen, aber... Gibt's ein Video? Gibt's auch ein Video. Da oben. Ja, das war so ein Baumstamm. Es gibt so viele coole Caches. Hochklettern. Okay. Und da haben wir das Höchstseil nicht gesehen und deswegen musste ich da so versuchen, irgendwie hochzukommen. Ja, klar. Ja. Also das nächste anstehende Projekt, sag mal, Cache-Tour, irgendwas geplant in den nächsten Wochen? Also wir haben uns überlegt, dass wir ein neues Projekt starten und zwar wollen wir durch jedes Bundesland reisen und euch treffen. Also wir werden das auch noch alles öffentlich machen, wir sind halt noch an den letzten Feinschliffen. Wir haben halt wie gesagt geplant, einmal durch jedes Bundesland zu fahren und dann mit Leuten... Meet and Greet mit Kalisa. Meet and Greet sehr cool. Video mit Kalisa. Werdet ihr da sein, wenn ich in Schwerin bin? Dann bist du denn in Schwerin? Ja. Ich mach die Deutschland-Tour, die Mystery Deutschland-Tour mit dem Fahrrad. Okay. Fahre alle Hauptstädte ab. Na, ist ja Schwerin, ist glaube ich auch eine Hauptstadt. Ja, ja. Irgendwann im Juli. Ja, cool. Schon ein Event. Das ist ja schon bald. Das ist ja, cool. Schon bald. Ja, müssen wir gucken. Kriegen wir bestimmt eingerichtet, ja, oder? Sicher. Es wird ein Video geben. Ja. Sehr cool. Sehr gut. Dankeschön. Gerne. Danke auch. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Cool, dass ihr hier seid. Noch mehr Spaß. Ja. Noch mehr Spaß haben. Ja. Sehr gut. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.